Richmond Super. Wer nochmal, was, wie bitte, wer ist da? Es ist Thomas von Richmond Super wegen Ihrem Bitcoin-Handelskonto. Wie geht es Ihnen? Ja, soweit ganz gut. Und Ihnen? Bei mir alles gut. Vielen Dank für Ihre Frage. Ja. Was war die Frage? Sie haben sich angemeldet wegen dieser vollautomatischen Software mit uns zu handeln, ja? Wer hat das angezündet? Mit Richmond Super, Bitcoin. Ja. Gut. Okay, und ich bin hier, um Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos zu helfen, okay? Ja. Okay, so sagen mir bitte, haben Sie Erfahrung mit Online-Handel oder das ist schon das erste Mal? Ja, das ist das erste Mal, nicht wahr? Bin ja ein alter Maulwurf. Das noch nie, ich wollte das mal angucken. Aber ich verstehe das nicht. Kein Problem, kein Problem. Unseren Kunden zum Beispiel 80%. Ihre Hunde? Was haben Sie denn für welche? Hunde. Also ich habe einen Dackel. Und Sie? Nicht Hunde, ja, Kunden. Ich habe gesagt Kunden. Ach, Kunde? Ja, ich höre nicht mehr so gut. 80% von unseren Kunden hat keine Erfahrung, so keine Sorge wegen das. 80% haben keine Hunde? Nein, 80% von unseren Kunden habe keine Erfahrung, so keine Sorge. Sie haben keine Erfahrung auch, keine Sorge. Ja, keine Sorge, keine Erfahrung, genau. Und, Herr Hans, sagen mir bitte, wie jung sind Sie, Herr? Ha, wie bitte? Wie jung sind Sie? Ich bin 81. 81, okay. Und Sie sind Sie Rentner, ja? Ja, natürlich, in dem Alter, ne? Okay, und für wie lange sind Sie in Ruhestand? Oh, schon 15 Jahre knapp. 15 Jahre, okay. Und was war Ihr Beruf bevor? Ich war Schweinebauer. Schweinebauer? Ja, wir haben Schweine gezüchtet. Aha, okay, einen Moment. Hallo? Ja, ich bin da. Geben Sie mir bitte einen Moment. Was soll ich Ihnen geben? Eine Hupe? Einen Moment. Also, Sie haben sich angemeldet wegen dieser vollautomatischen Software. Das bedeutet, dass mehr oder weniger brauchen Sie nicht zu tun. Sie Was soll ich nicht machen? Also, Herr, okay, kein Problem. Ja. Also, Sie haben sich angemeldet wegen dieser vollautomatischen Software, okay? Ja. Okay. Das weiß ich. Das bedeutet, dass mehr oder weniger brauchen Sie nicht zu tun, okay? Ja, aber was soll ich denn tun? Sie müssen nur die einmalige Einzahlung tätigen. So, wissen Sie, was ist der Mindestbetrag? Naja, wahrscheinlich muss man ja 18 Jahre alt sein, nicht wahr? Aber das bin ich ja schon länger. Nein. Meine Frage ist... Doch, ich bin 81, ja. Nicht wahr? Das 81, ist ja quasi ist die Quersumme von 18. Wenn Sie man das sind mit der qualifiziert, ja. Ja, also auf jeden Fall. Als Schweinebauer und auch als Fachkraft für Hühnerlogistik. Okay. Sagen mir bitte, mit wie viel Geld möchten Sie zu starten? Ha, was bitte? Mit wie viel Geld möchten Sie zu starten? Also es wäre schon gut, wenn wir da ein bisschen was verdienen könnten, ne? Das ist richtig. Sie haben sich angemeldet wegen dieses vollautomatischen Software, um Geld zu machen, ja? Ja, Geld verdienen, genau. Okay. Genau. Wie viel Geld möchten Sie zu investieren, lieber Herr? Ja, ich weiß das ja. Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Was ist da denn gut? Beraten Sie mich also, doch mal. Die Mindestbetrag ist 250 Euro. Mit wie viel Geld möchten Sie zu starten? 200? Hallo? 250, lieber Herr. Ja, bitte? Hallo? Ein Moment, bitte. Hallo? Okay, lieber Herr, meine Frage ist,
Mit wie viel Geld möchten Sie zu starten? Hallo? Können Sie mich hören, Herr? Ja, ja. Okay. Meine Frage, Hans. Mit wie viel Geld möchten Sie zu starten? Weiß ich nicht. Wie viel braucht man denn? Zum Beispiel 250 Euro ist der Mindestbetrag. Möchten Sie mit 500 Euro zu starten? Ja, ja, es ist ja besser, ne, oder? Es ist besser, ja. Ja, das ist, also wenn das besser ist, dann ist das ja gut. Weil, okay, weil, das, weil besser ist ja die Steigerung von gut im Prinzip. Ne, nicht wahr? Okay, also sagen mir bitte, Herr, welche Karte benutzen Sie? Eine Visa oder Master? Ein was, bitte? Welche Karte haben Sie? Visa oder Master? Sparkasse. Sparkasse ist der Bank. Und was ist die Karte? Ja, meine Karte. Ja. Ja. Genau. Es ist, ja, es ist eine Visa oder Masterkarte. Eine Bankkarte. Ja, die Bankkarte. Gucken Sie bitte auf Ihre Karte. Ja, ja, das ist eine Bankkarte. Das hatte ich jetzt ja schon mehrfach erwähnt. Ja, okay, aber welche Karte ist es? Einen Visa oder Master? Eine ganz normale EC-Karte. Oi, oi, EC-Karte. Ja. Ai, ai, ai. Okay, lieber Herr. Wir haben ein Problem. Sie müssen einen Visa oder Masterkarte haben. Verstehen Sie mir? Ja, ich verstehe mir. Ja, okay. Also, Herr, bitte, ein Moment. Wie bitte? Ein Moment, ein Moment. Ich muss mit meinen Finanzabteilung sprechen. Ja. Das ist ja wieder okay, Herr. Ein Moment. Hallo. Ja, ein Moment. Ja, bitte. Was haben Sie gesagt? Okay, Herr. Ja? Sie müssen in der Bank gehen. Ja. In der Sparkasse Bank. Jetzt sofort? Und, ja, und Sie müssen eine Karte nehmen. Ja, ich habe ja eine Karte. Ja, aber Sie müssen eine Visa oder Masterkarte haben, ja? Ja, habe ich ja, aber die ist nicht von der Sparkasse. Die ist von der Volksbank. Sie haben eine Karte. Was ist die Volksbank? Warum schreien die Leute bei Ihnen denn so? Wir hatten einen Geburtstag hier. Ja, das hört sich eher an nach der Ardennenoffensive 1914. Ja, nein, meine Kollegin hat einen Geburtstag jetzt. Ja, da möchte ich ja mal meine herzlichsten Glückwünsche übermitteln, weil man sagt ja immer, was der Bauer nicht kennt, dass das Kammer nicht kennt, nicht wahr? Also, das sagen wir in Deutschland ja immer so. Sagen mir, Hans, das Karte von Volksbank. Holger? Gucken Sie auf. Gucken Sie auf. Ich soll aufwachen? Ich schlaf doch gar nicht. Okay, lieber Herr, nehmen Sie Ihre Karte von der Volksbank. Volksbank? Sagen mir, was ist die Karte, ja? Ja, das ist eine Visa-Karte. Das kann ich Visa. Ihnen tatsächlich so sagen. Ein Moment bitte. Ja, wie bitte? Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Luft. Okay, wir können das Konto aktivieren von unserer Seite her, okay? Ja, aber Killstil sollte ja verboten werden. Aber das ist es ja nicht, ne? Was ist verboten, lieber Herr? Nee, das sollte ja verboten werden, also das Killstilen beim Computerspielen. Nein, also, Herr. Jetzt, wir können das Konto aktivieren mit Ihrer Visa-Karte von ja, Wolfsbank, okay? Von der Wolfsbank? Ja, das ist richtig. In welcher Verbindung stehen die denn zu den Ottern und Füchsen im Prinzip? Also,
Ich kann schicke Ihre Daten zu meiner Finanzabteilung und dann Sie müssen das Transaktion nur bestätigen von Ihrer Seite, okay? Als was bitte? Also, ich kann schicke Ihre Karte zu meiner Finanzabteilung, das ja. Konto zu aktivieren und dann Sie können die Transaktion bestätigen, okay? Ja, und was, wie kann ich dann Geld bei Ihnen verdienen? Sie kriegen diese vollautomatische Software ja. und einen Anruf von Ihrem Senior-Konto-Berater. Ja. Und dann Sie machen alles zusammen, ja? Und das ist mit diesen Bitcoin, oder? Das ist richtig. Sie haben sich angemeldet wegen dieser Bitcoin-vollautomatischen Software. Ja, ja. Sind Bitcoins denn, sag ich mal, gesundheitlich unbedenklich? Weil ich würde den bei Meerschweinchen ja im Einstreu verstecken, anstatt im Tresor, weil da würde ja im Prinzip keiner nachgucken. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. So, lieber Herr, sagen mir, mit wie viel Geld möchten Sie zu starten? Mit 500 Euro, oder? Ja, ja, natürlich. So wie Sie das sagen, Sie sind ja der Chef im Prinzip. Okay, sehr gut. Und sagen mir, das Karte Visa von Volksbank, es ist auf Ihre Name, ja? Ha, Wabi, können Sie mal nicht so schreien? Okay. Der Mensch müssen, wenn er glaubt, gehabt worden zu sein, nicht wahr? Okay, sagen mir bitte, es ist auf Ihre Name, ja? Ja, ja, natürlich. Gibt's diese Bitcoins? Nee, das sind ja Münzen im Prinzip. Ich würde gerne mal wissen, ob es die auch in eckiger Variante gibt, weil ich habe ja schwerwiegende Arthrose in den Händen und da ist das nicht ganz so einfach, die zu greifen. Kein Problem, lieber Herr. Sie machen alles zusammen mit Ihrem Senior-Konto-Berater, okay? Ja, wie viel Dioptrien hat ein Maulwurf? Können Sie mir das sagen? Das brauche ich. Wie viel Dioptrien hat ein Maulwurf? Das wird hier im Kreuzworträtsel gefragt. Ich habe keine Ahnung. Verdammt, das hätte ja sein können. Okay, lieber Kerl. Können Sie Englisch? Ja. Ich habe nämlich heute so eine E-Mail bekommen. Und das ist alles nur auf Englisch. Vielleicht können Sie mir da ja helfen, weil ich verstehe das ja nicht. Da steht ja im Prinzip, be the way, if you lick this game, bu it or die. Zitat Pokémon. Ja, hier, es ist eine Werbung, okay? Ja, was steht da denn drin? Vielleicht ist das ja wichtig. Nein, es ist nicht wichtig, es ist eine Werbung. So, jetzt Sie sprechen so. Mit mir. Ja. Ich bin Ihre Kontoberater das und wir machen gut. Das Aktivierung zusammen, okay? Ha, kennen Sie die Geschichte von dem kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat? Herr, also, jetzt wir müssen das Konto aktivieren, ja, okay? Ja, ja, Äxte sind ja besser als Bastardschwerter, zumindest, sag ich mal, im Häusernahkampf. Und wie viel Geld kann ich denn da so im Monat verdienen? Weil so eine Osterruhe, das wäre ja eine richtig nice Sache gewesen. Ich habe keine Ahnung, Herr, es, Die Markt ist wichtig. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld Sie können per Monat machen. So, aber was Sie können jetzt machen, ist eine Investition für 500 Euro. Ja. Und das ist hinterher dann weg, richtig? Mit diesem Geld, das ich habe investiert. Ja? Ja, und das ist ja dann aber weg hinterher, oder? Ja, ja. Das ist gut, weil ich habe ja im Prinzip gar nicht mehr so lang zu leben und mein Plan ist jetzt ja, sag ich mal, vorher das ganze Geld zu verzocken, weil von meinen Verwandten her kann ich dann ja auch nichts mehr erben. Und ich habe auch schon zu meinem Bruder gesagt, ich komme nicht zu deiner Beerdigung, weil du kommst dann ja auch nicht zu meiner. Verstehen Sie das Problem? Es ist nicht Problem, Herr. Ja. Ich habe gesagt, ich kann mache das Investierung für Sie. Ja, okay? Bitte, unbedingt. Okay. Sagen mir bitte, auf das Visa-Karte, es steht Ihre Name, aber sagen mir, es ist alle Großbuchstabe, oder? Ja, ich habe einen ziemlich großen, aber warum fragen Sie?
Ist das nicht ein bisschen unanständig? Nein, also ich habe gesagt, dass ich muss Ihre Daten zu meiner Finanzabteilung senden, das Konto zu aktivieren und dann Sie also ich bestätigen die Transaktion. Ich habe ja im Prinzip jetzt der Maulwurf am Morgen abonniert und seitdem steht er jetzt am Morgen immer wieder. Was am Morgen, Herr? Ha, war bitte? Was am Morgen? Am Morgen? Habe ich nicht verstanden. Was am Morgen? Was haben Sie gesagt? Nee, der Maulwurf am Morgen, das ist so eine Zeitschrift. Also, Herr, wir brauchen nur 10 Minuten für das Konto aktivieren. Ja, sehr gut. Bitte. Sind das denn 32 oder 64 Bitcoins, die Sie da verkaufen? Nein, ich bin kein Verkäufer, Herr. Ich bin Ihre Kontoberater. Ja, aber Sie haben bestimmt von der Volt- und Ampere-Aktion gehört. Was gibt es ja jetzt zu den Tesla? Von den Tesla-Aktien, da gibt es das ja auch dazu. Ja. Also, Herr, jetzt, was ist wichtig für Sie? Ist das einmalige Einzahlung zu tätigen und dann Sie können mit diesem Online-Handel beginnen? Ja, das ist super. Hilfe. Ich freue mich da. Vielen Dank. Ne? Das ist sehr freundlich von Ihnen. Okay. Ich würde Ihnen ja im Prinzip auch eins meiner Meerschweinchen nach Ihnen benennen. Dann nehmen wir dann das, das auf die Bitcoins aufpasst. Okay, ja. Sagen mir bitte, was steht auf Ihrer Karte? Welcher Name? Ja, Hans-Joachim Vorderziege. Es ist alle Großbuchstaben, so Hans-Joachim Vorderziege. Nee, nicht Vorder, Vorderziege. Vorne wie hinten, Vorderziege, von nebenan. Ja, ich verstehe. Aber so, ich habe diese drei, Hans, Joachim Vorderziege. Ja, können Sie mal buchstabieren? Okay, H wie Hotel, A wie Albert, N wie Nordpol, S wie Siegfried. Dann J wie Josef, O wie Otto, A wie Albert, C wie Cäsar, H wie Hotel, I wie Ingrid, M wie Martha. Wie bitte? Dann Joachim. Ja, Joachim. Joachim, ja? Und dann V wie Volkswagen, O wie Otto, R wie Richard, D wie Dora. Fahren Sie e Volkswagen? Wie, ja? Ja, mögen e Sie das Auto? Emil, ja, ich mag das Auto. Ja, mein Traktor war auch von Volkswagen. Das ist sehr gut, ja. Und sagen mir bitte, gucken Sie auf Ihre Karte und sagen mir, was ist die Ablaufdatum? Ich soll da drauf spucken? Was? Haben Sie gesagt, ich soll da drauf spucken? Nein. Also, gucken Sie auf Ihre Karte und sagen mir, was ist die Ablaufdatum? Nochmal bitte. Gucken Sie auf Ihre Visa-Karte von Volksbank und sagen mir, was ist die Ablaufdatum, Monat und Jahr. Volkswagen? Nein. Volkswagen. Ja. Volksbank, nicht Volkswagen. Ich brauche ja eine Impfung. Ich habe ja noch keinen Virenscanner im Prinzip. Weil die Viren, die existieren ja nur durch den Bitcoin. Ich flex ja immer mit Megacoins, ne? Okay, sagen mir, was ist die Ablaufdatum von Visa-Karte? Ach, sagen Sie das doch gleich, das April 23. April 23. Ja, also Meerschweinchen. Okay. Und lesen mir bitte die 16-stellige Nummer mit der ersten Nummer, Nummer 4, okay? Hava Nummer 4? Lesen mir die 16-stellige Nummer von Ihrer Karte. Wie ist das eigentlich, wenn man diese Bitcoins hat? Kann man dann geortet werden? Also so zurückverfolgen? Okay, Herr, möchten Sie das Investition zu machen? Ja? Ja, natürlich. Dann bitte hör mir zu. Ja. Okay, was ist die 16-stellige Nummer? Lesen wir die 16-stellige Nummer mit Nummer 4. H?
Die schreien so laut bei Ihnen, ich kann sie gar nicht gut verstehen. Okay. Können Sie mal die Schnauze halten? Es ist ja unverschämt. Okay, sagen mir bitte, was ist die sechsstellige Nummer mit erster Nummer 5? Entschuldigung. Junger Mann, die schreien so laut, ich kann sie nicht gut verstehen. Was haben Sie gesagt? Ein Moment. Also, lesen wir die sechsstellige Kartnummer mit erster Nummer 4. Ja, 4, 8, 6. Okay. 8, 3, 5. Okay. 3, 2, 1. Okay. 6, 2, 6. Okay. 1, 3, 7, 6. Also, 4, 8, 6, 8. Ja. 3, 5, 3, 2. Ja. 1, 6, 2, 6. 1, 3, 7, 6. Genau. Was haben Sie denn verbrochen, dass Sie bei der Party nicht mitmachen dürfen? Haben Sie eine Frau belästigt im Park? Nein, Herr. Es ist ein Geburtstag hier im Büro. Ja, aber warum dürfen Sie denn nicht auch mitfeiern? Das ist ja nicht nett, dass die Sie ausschließen. Das ist ja, grenzt ja an Gangstalking im Prinzip. Was ist Sie? Das ist Gangstalking, wenn Sie nicht mitmachen dürfen bei der Party. Nein, also Herr, es ist meine Aufgabe, das Konto zu aktivieren. So, Arbeit ist am Erste, okay? Ja, wie ist das denn eigentlich? Kann ich diese Bitcoin dann in Kryptos tauschen? Das soll ich von meiner Frau fragen. Ja, also Herr, Sie machen jetzt eine Investition für 500 Euro an Bitcoin, ja? Kann ich das dann in Kryptos tauschen? In Krypto was? Kryptos, einfach nur in Kryptosen. Das ist sowas, ja, also das ist sowas wie Langnese im Prinzip. Vielleicht kennen Sie ja die Eisheiligen. Schöller, Langnese, Nestle. Ja. Ja, und da ist das halt die Frage, ob ich das dann tauschen kann. Also Herr, jetzt Sie machen das Investition und wenn Sie haben diese Geld auf Ihrem Handelskonto, Sie können machen, was Sie wollen, okay? Aber man kann das tauschen, ja? Was bedeutet tauschen? Na, tauschen. Singen die da die russische Nationalhymne? Nein, also, einen Moment. Also ich würde ja auch gern bei der Hallo... Hallo? Ja, ich bin da, lieber Herr. Sage mir bitte. Das kann ich das? Ich würde also gern ja auch dann das Komplettpaket mit einer Allnet-Flat bestellen. Und ein Bier und ein Hühnchen hätte ich auch gern dazu. Okay, Herr. Ja? Sagen mir von der Rückseite von Ihrer Karte, was ist die dreistellige Nummer? Der Rücken? Ja, also ich habe da drei Narben aus dem Krieg. Nein. Also. Rückseite von Ihrer Karte. Lesen wir die dreistellige Nummer. Nochmal, was soll ich machen? Gucken Sie bitte auf der Rückseite von... Nein, guck. Guck. Tüte? Auf... Herr. Ja? Ein Moment bitte. Lecker Hühnchen. So. Nein, nicht Hühnchen, also... Von den funktioniert Rückseite. Das Bitcoin-Konto auch mit einem Induktionsherd? Herr, ja? Gucken Sie bitte auf Ihre Visa-Karte, aber auf der Rückseite... Ja, habe ich gemacht. Okay, die dreistellige Nummer. Was ist die dreistellige Nummer? Ja, 549. 549. Ja. Okay, geben Sie mir bitte eine Sekunde. Was soll ich Ihnen geben?
Eine Sekunde, ein Moment. Ich habe selber nicht mehr so viel Zeit, also da kann ich jetzt nichts erübrigen. Hier, warte ein bisschen bitte. Worauf denn? Von welcher... Hallo? Von welcher Bank ist das Visa-Karte? Volkswagen. Nein, Volksbank. Sie haben mich mit Ihrem Volkswagen ja, total durcheinander gebracht. Aber Volksbank von Deutschland, oder? Ja, natürlich. Wir sind doch hier nicht in Indien. Okay. Lesen mir bitte die Kartennummer noch einmal mit der ersten Nummer 4. Katze? Lesen mir die Kartennummer. Ich hatte heute Paprika-Hühnchen. Nein, wie, nicht bitte? Die Katze. Was? Also, die heißt Muschi. Lesen mir die Kartennummer noch einmal. Ja, ja, die Katzen, Nummer die lecken 4. Sich immer ab gegenseitig. Das ist nicht aber normal Katzen, bei denen. Nicht Katzen. Hier, bitte, bitte, bitte. Ja? Lesen mir die Kartennummer mit erster Nummer 4. Ja, 549 ist die Sicherheitsnummer. Nein, doch. Die Kartennummer, 16-stellige Nummer. Was wollen Sie bestellen? Auf Vorderseite von Ihrer Karte, die Kartennummer, lange Nummer. Ja, können Sie sagen? Erste Nummer, Nummer 4, lesen wir noch einmal bitte. Ja, ich höre. Nein, lesen wir die Kartennummer. Wie bitte? Katze? Lesen wir die Kartennummer. Und dann? Okay, lesen Sie mir die Kartennummer. Nochmal. Lesen Sie die Kartennummer. Ja, und dann? Okay. Und dann wir können das Konto aktivieren für Sie. So, es ist 4. Ja. Lesen Sie mir die Kartennummer, Herr. Ja, das ist ja... 486-8353-216-261-376 im Prinzip. Ja, aber ein bisschen langsam, okay? Aber so, bitte, 48. Ich bin nicht langsam. Okay, 48. Hallo? Lesen Sie mir die Kartennummer, lieber Herr. So, 48. Ja. 683-5321-6261-376. Herr, bitte ein bisschen langsam. Soll ich schneller sagen? Langsamer. Nochmal. So, 4868. Ja, und weiter? Was ist weiter? Können Sie vorlesen? Nein, Sie müssen mir ein bisschen langsamer sprechen. Noch langsamer. Ich schlaf ja schon fast ein beim Reden. Also, 4868. 4868-35. Okay. 321. Okay. 626. Okay. 61376. Okay, geben Sie mir einen Moment. Minute? Moment! Dachte ja schon. Einen Moment. Eine Sekunde, einen Moment. Eunuch im Neoprenanzug. Klötennuckler. Wie bitte? Ha, wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ich habe mit der Katze gesprochen. Oh, mit der Katze, okay. Wie viel Katze haben Sie? 4. 4? 4. Wer ist denn der Mann, der da hinten immer die Sachen vorsagt? Kann ich mit dem mal reden? Wie bitte? Okay, ha, wie bitte? Sprechen Sie jetzt mit meinem Kollegen, okay? Ja. Einen Moment. Ja, hallo? Hallo, wer ist da bitte? Oliver auf der Linie, Herr Hans-Joachim. Auf der Linie? Ja, ich gehe auch öfter auf den Strich.
Ah, wie ich sehe, Sie machen Scherzen, ne? Ha, wie bitte? Sie machen Scherzen. Ich hab Sie nicht, können Sie ein bisschen langsamer reden? Machen Sie Scherzen, oder? Soll ich nochmal vorlesen? Was, die Karte? Haben Sie doch gerade gesagt, oder nicht? Ja, also 4, 8, 6, 8, ich weiß nicht, etwas stimmt nicht. Sie müssen das nochmal vorlesen. Ja, 4, 8, 6, 8, 3, 5, 3, 2, 1, 6, 2, 6, 1, 3, 7, 6. Brauchen Sie aha, auch also die andere Nummer? Aha, also 6, 2, 6, 6 oder nur 6, 2, 6? 6, 2, 6, 6 und dann 1, 3, 7, 6. Also dahinter. Aha, Sekunde bitte. Wie bitte? Geben Sie mir eine Sekunde, ja? Ja, natürlich. Sie müssen verstehen, ich weiß nicht, was Sie denken, dass das ist, aber das ist komplett alles egal, damit Sie verstehen, dass nichts mit Ihrer Karte passiert. Sie werden eine einmalige Einzahlung von der Summe, die Sie wollen, einzahlen. Verstehen Sie? Ich habe jetzt nicht verstanden, was Sie meinen. Noch einmal, also damit Sie verstehen, Sie müssen sich keine Sorgen darüber machen. Sie machen eine einmalige Einzahlung, die Sie wollen, also mit 250, 500 oder ja 500, was Sie mit Herr Ford gemacht haben. So wie wir das besprochen haben. Ja, okay, das ist eine valide. Der Herr Ford hat die Karte nicht gut geschrieben. Also das war sein Fehler. Sekunde bitte, ja? Ja, funktioniert das denn jetzt? Ja, ja. Nein, er hat die Karte falsch geschrieben. Die Karte Sekunde, falsch ja? beschrieben? Ist das alles kompliziert heute? Nein, von unserer Seite, er hat einen Fehler gemacht. Also die Volksbank. Also was wir jetzt machen werden, also wir werden eine einmalige Einzahlung von der Karte, die mit der Nummer 1376 endet, machen, ja, mit 500 Euro und dieses Geld auf Ihr Handelskonto stellen, okay? Ja, und dann kann dieses ich, das, kann, und dann kann ich das mit diesen Bitcoin machen, ja? Genau. Sagen Sie mir nur, Sie sind Herr Hans-Joachim Vorderziege, ja? Der bin ich. Okay, die E-Mail Vorderziege at googlemail.com, ja? Ne, gmail.com. Ja, Gmail, das ist Gmail, ja. Ja, ja. Google Mail. Genau. Achso, ist das Gleiche? Genau, Google Mail, Gmail, das ist etwas, das ist alles bei Google. Ja, nicht, dass das nicht ankommt, dann hinterher. Das ist, Bitte? Junger Mann? Sekunde. Ja? Wir werden das in Dollar machen, also, was wir, ich muss wir das Ihnen was noch mal vor, ich muss das Ihnen nur vorlesen. Sie müssen mir mit Ja oder Okay bestätigen. Diese Anrufe sind aufgezeichnet. Also, Sie sprechen viel zu schnell. Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Ich werde langsamer, also. Ja, danke. Was wir jetzt machen werden, wir werden eine einmalige Einzahlung von 500 US-Dollar machen. Nee. Von Ihrer Karte, die mit der Nummer 1376 sendet, auf Ihr Handelskonto bei Richmond Superstellen, okay? Ich habe keine US-Dollar. Dann brauchen Sie nicht. Ich habe nur Euro und ein paar indische Rupien. Kein Problem. Kein Problem. Nur 500 Dollar. Also ja, das aber ich habe ja keinen Dollar. Wird umgeändert. Es wird umgehend ändert. Sie müssen mir mit Ja oder Okay bestätigen, verstehen Sie? Was, ich habe ja aber, ich habe nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich habe keine Dollar. Das ist eine amerikanische Bank. Ja, aber ich habe ja keinen Dollar. Aber das steht, das ist Wells Fargo Bank. Was bitte? Es steht bei uns, dass das eine amerikanische Wells Fargo Bank ist. Ja. Welche Bank benutzen Sie? Ja, genau. Ich habe ja in Amerika gelebt, ganz lange. Ah, warten Sie. Sind Sie ein US-Bürger? Nein. Sie sind nicht. Hatten Sie ein Passport von der US? Ein Post? Also haben Sie irgendwelche Identifikation von der US? Haben Sie ein Bankkonto in der US? Nee, nur noch die Karte. Und diese Karte ist von welcher Bank? Ja, von Velofaro. Und Sie haben gesagt, dass es Volksbank ist. Ja, bei der Volksbank habe ich mein Konto. Okay, ist diese Karte jetzt von Volksbank oder von der Fargo Bank? Ja, von den Fargo. Fargusten. Langusten. Hallo?
Ist das alles umständlich? Sekunde bitte. Diese Karte können wir nicht benutzen, das ist eine amerikanische Karte, wir arbeiten nicht mit Amerika. Was sollen jetzt diese rassistischen Bemerkungen? Das ist nicht eine rassistische Bemerkung, wir arbeiten nicht mit Amerika, also wir können diese Karte nicht benutzen. Warum nicht? Dann nehmen wir die Bankkarte. Weil das ist eine amerikanische Bankkarte, das ist eine Visa oder Mastercard? Eine EC-Karte. EC-Karte, das können wir auch nicht benutzen, weil EC-Karten können nicht mit online benutzt sein, verstehen Sie? Sie können dann nur eine Banküberweisung machen. Ich habe ja aber Online-Banking. Ja, das können Sie auch nicht machen, Sie sind über 81. Ja, ne, was heißt das denn? Sekunde bitte. Wir haben eine Regel hier über 75. Wer ist 75? Sekunde bitte. Ja, bitte. Ich entschuldige mich wirklich, aber mit dieser Karte, falls Sie keine andere haben, Sie können nicht mit uns handeln. Entschuldigung. Das ist wirklich schade, aber immerhin habe ich dir fast eine Stunde deiner Zeit geklaut, nicht wahr? Nicht wirklich. Halbe Stunde von Herrn Thomas, aber ja, es passiert manchmal. Wir wissen ein paar Sachen nicht wissen ein paar Sachen nicht von Ihnen, dass Sie eine amerikanische Karte haben, also wir können das nicht voraussehen, was passiert. Nee, ich ja, aber. Das war ja Absicht. Ich wollte Sie ja verarschen, Sie Vollidiot. Ja, wirklich. Ich habe das gewusst. Wissen Sie das? Scheiß Telefonbetrüger hier. Dreckiges Pack. Das ist Telefonbetrüger, weil Sie das machen von Ihrer Seite. Sie müssen das bestätigen. Das ist eine Forex-Firma und Sie handeln mit uns. Ja, aber Sie erzählen ja Schwachsinn. Das stimmt ja alles gar nicht. Nein. Sie haben sich registriert von vollautomatischer Software, um mit Bitcoin zu handeln. Nee, ich habe mich registriert, damit so Idioten wie du mich da anrufen und ich euch die Zeit stehlen kann. Und warum denken Sie, dass wir Idioten sind? Das ist eine normale Firma für Handel. Das höre ich so, wie Sie sprechen. Da sitzen, sag ich mal, irgendwelche Leute, die sind in irgendeiner Spelunke, sind die entführt oder aufgegabelt worden. Nein, das ist ein Callcenter, normales. Ja, Callcenter, das sagt ja schon alles. Es gibt über 200 Leute hier. Ja, hoffentlich haben Sie dann kein Corona da drin, nicht wahr? Nein, wir hatten schon Corona, das ist alles vorbei. Ja, das glaube ich, dass Sie das schon hatten. Schämen Sie sich gar nicht. Er dachte, dass er uns verarschen will, wenn er sich registriert. Ihr seid verarscht, ihr seid gerade live bei YouTube. Er dachte, dass er uns so verarschen will, wenn er mit der amerikanischen Karte das macht. Nee, generell. Er hat sich nur registriert, um uns zu verarschen. Ja. Er hat mir jetzt gesagt. Ihr seid gerade live bei YouTube, alle wie er da sitzt. Das ist super, nur das Problem bei Ihnen ist, das ist kein Betrug und Sie arbeiten mit einer normalen Firma. Sie können bei uns normal handeln, was es uns angeht mit Bitcoin. Natürlich. Das ist überhaupt kein Problem, das ist Forex. Falls Sie überhaupt wissen, was Forex ist. Ja, also auf jeden Fall nicht das, was Sie da betreiben. Das nennt sich bandenmäßige Kriminalität. Nein, Sie gehen auf unsere Seite, gehen auf unsere Plattform und Sie werden sehen, was Sie da haben. Ja, dann Sie waren überhaupt nicht auf unserer Plattform. Nee, dein Kollege wollte ja direkt meine Bankdaten, so unseriös seid ihr. Nein, Sie können das von Ihrer Seite machen. Niemand hat gesagt. Doch, hat gesagt, ja, Bankdaten, der hat mir nicht einmal irgendwas erzählt. Wissen Sie warum? Weil Sie 81 Jahre alt sind. Ja, wir haben viele alte Leute. Wenn Sie jetzt erwarten, dass wir mit Ihnen eine Stunde über eine Seite Verifizierungen machen und so weiter, haben Sie sich enttäuscht. Okay. Ja, dann sind Sie aber nicht seriös, weil Sie müssen ja auch, bevor wir solche Finanzgeschäfte machen, müssen Sie ja meine Identität überprüfen. Das haben Sie ja auch nicht gemacht. Haben wir schon, jetzt mit Ihrer Karte. Nee, das kann ich mir ja auch geklaut haben. Okay, kein Problem. Schauen Sie, ich werde Sie hier stellen für not eligible, was es mich angeht, oder Sie. Ich verstehe nicht, was Sie von uns wollen. Und naja, guten Content für meinen Kanal. Okay, sagen Sie mir bitte diesen Kanal, damit ich es überprüfe. Ich werde das anschauen, bitte. Ja, das ist der Hühnerkanal. Wie? Hühnerkanal. Hühnerkanal, haben Sie gesagt, ja? Okay, ich werde das suchen, kein Problem. Was es mich angeht, das ist nicht, Sie müssen etwas verstehen. Sie haben wahrscheinlich gesehen, es gibt diese betrügerischen Geschichten mit Amazon oder etwas, dass Sie irgendwelche
Virus in Computer haben oder etwas ähnliches, nee. Das ist nicht dasselbe. Sie investieren hier Geld, sie handeln mit diesem Geld. Glaubst du das tatsächlich selber? Oder ja, ich habe da schon gearbeitet. Ich habe in einer anderen Abteilung gearbeitet, da wo man handelt mit Forex, verstehen Sie? Ich rufe Sie an, ich erzähle Ihnen, wie Sie das machen, wie Sie das benutzen, wo Sie kaufen, wo Sie verkaufen, wo Sie Ihren Stop-Loss, wo Sie Ihren Take-Profit stellen und so weiter und so fort. Du hast so schön die ganzen Fachbegriffe auswendig gelernt, das ist gut. Nicht nur die Fachbegriffe, ich weiß alles, was passiert auf dem Markt. Sie können mich etwas fragen, ich werde Ihnen alles sagen. Ja, wie viel Dogecoin kann ich bei Ihnen kaufen? Dogecoin haben wir nicht. Dogecoin ist nur eine Währung, die gemacht ist für Scherz. Aber jetzt in der letzten Zeit hat Elon Musk das angeschaut und der hat in Dogecoin investiert. Dogecoin haben wir nicht auf unserer Plattform wegen dem Market Cap. Der Market Cap ist ein bisschen niedriger, sagen wir mal so. Ja, aber das ist ja nicht, wenn ich das haben möchte. Das ist nicht, Sie müssen verstehen, diese Firma ist nicht, damit Sie jetzt Bitcoin kaufen, dass Sie es besitzen. Sie werden nicht hier Bitcoin kaufen. Das ist mit Bitcoin zu handeln, mit Forex, verstehen Sie? Ja, Sie haben aber Kryptowährungen, ich will ja Bitcoin haben. Bitcoin haben, das können Sie bei uns nicht. Also damit Sie ein Bitcoin besitzen, können Sie nicht. Das müssen Sie über Kraken, eToro, nein, eToro ist auch eine Handelsfirma. Über Sie haben, Kraken? Kraken, Coinbase, Binance. Release the Kraken. Sie haben noch ein paar anderen, wie sagt man das? Sagen Sie mir etwas. Ja? Sagen Sie mir etwas. Benutzen Sie ein Software für Ihre Stimme oder? Nein, ich kann das einfach so machen. Weißt du, jetzt klinge ich wie irgend so ein Russe. Verstehst du? Genau. Also Sie sind ein junger Mann, der eine Stimme benutzt wie dieser von den YouTube, das ich angeschaut habe. Also der seine Stimme geändert hat, ne? Welche YouTube hast du geschaut? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Wie heißt der von YouTube, der diese Videos macht? Weiß ich nicht. Sag du mir. Einer macht Videos mit diesem Software. Er ändert seine Stimme und ich brauche da keine Software für, blöd. Ich meine, Sie sind dann gut als ein Schauspieler, dass Sie diese Stimme von 81 Jahren machen. Nee, wenn du, ich kann auch reden wie eine Inder, weißt du? I can speak also like an Indian man. It's not a problem. Oh, that's very good. We can do it like that, my brother. We are both scamming the people, okay? We can trick them. Scamming the people. But you're scamming. It's the problem. No. Show me your website, right? No. What is your website-ing? Richmond Super. Go. Okay. I will show you. Let me have 1 second. I need to open the desktop-ing. Okay? No problem. Type it in. Stop. You because have to give normally me the stop. Give me the second. Just a second. I just wanted to tell you, normally you would be forwarded from the website or whatever you've used to our company, to our site. Okay. Understand? But you weren't, just a second, you have... You have slight you Russian accent, are you the Russian people? Russian people, no. Where are you from? Where are you from? I'm from London. Which part of really London? Expect me to tell you, do you really, really expect me to tell you right now where we are? Yeah, of course, if you're a legitimate company, you will do it. Not really, we are just an unregulated, we are not regulated company. Right, siehst du, darum sage ich, es doch Abzocke, blöd. Wenn euch keiner kontrolliert, könnt ihr machen, was ihr wollt. Not really, some people can actually make money, that's sometimes yeah, happens. Some, wie but viele, 5% und der Rest verliert, oder was? 80%, wir haben auf unserer Seite, 80% von den Leuten verlieren Geld. Das ist immer mit Forex-Firmen. Ja, das hast du nicht gesagt. Guck mal, das gehört doch zur Ehrlichkeit dazu, wenn du einem Kunden sagst, nicht der ist wirklich Risiko. Das machen, nein, nicht wirklich. Das machen über Telefon regulierte Firmen. Regulierte Firmen können ihnen oder müssen ihnen sagen, was sie von Risiko haben. Ja, nicht. Ja, aber das ist doch auch Verarsche, wenn du den Leuten nicht sagst, es ist höchstwahrscheinlich, wirst du dein Geld verlieren. Wer würde dann... Nein, das ist wie ein Casino. Verstehen Sie? Das ist nicht ein Betrug, das ist ein Casino. Wie ein Casino. Wenn Sie in ein Casino gehen, normalerweise Leute geben Geld und Sie sind nicht wütend, wenn Sie Geld verlieren. Hier sind Sie wütend, ich weiß nicht nur warum, aber okay. Oh, ist das Sekunde. Unglaublich. Schauen Sie, schreiben Sie auf Richmond Super. Ja, warte, ich muss hier noch meine VM anmachen. So, einen kleinen Moment. Sie die ganzen Porno-Pop-Ups erst wegklicken, verstehst du? Wie, Entschuldigung? Ich muss erst die ganzen Porno-Pop-Ups wegklicken. So, was soll ich schreiben, Richmond? Waren Sie von dieser Seite zu unserer weitergeleitet? Ja, natürlich. So, Richmond, was ist das?
Richmond Super. RICHMONDSUPER. Ich weiß, wie man Richmond und Super schreibt. Vielen Dank. Bin im Gegensatz zu dir zur Schule gegangen. Was für eine Endung? RichmondSuper.com. Schauen Sie, ich habe kein Ego, Sie müssen verstehen. Ich gehe nicht wütend, wenn Sie mir etwas sagen. Ich weiß, was Sie denken, aber ich kann Ihnen da nicht helfen. Oh, das ist ja, ist Leuten, ja sehr hübsche Sache. Kein Problem. Sehr hübsche Seite. Ja, das ist also die Handelsfirma. Sie haben die Handelsplattform. Oben rechts haben Sie Handel, oder nicht, oben links haben Sie Handelsplattform. Sie können da gehen, sich einloggen und das ist alles. Was mich angeht, ich muss jetzt gehen. Ja, natürlich. Meine Arbeit ist vorbei und das ist das. Aber tu mir mal noch einen Gefallen. Welchen Kanal haben Sie? Habe ich doch gesagt, Hühnerkanal. Hühnerkanal, okay. Gib mal. Wann wird der Video raus sein? Weiß ich nicht. Doch, am Wochenende lade ich das Gespräch mal hoch, weil du bist richtig, richtig gut. Kein Problem. Du musst mal, gib mal. Nein, ich bin nicht richtig gut. Ich sage Ihnen, das ist der Problem. Geh mal bei Google und gib richmondsuper.com ein. Da kommen lauter Firmen und Infoseiten, die sagen Betrug, 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 Betrug. Andere auch, die gut sagen, ne? Richtig, ist so. Aber alle Lügen, genau. Es ist alle Lügen. Diese nicht ganze schauen Sie, wenn Sie ist Geld, Weltverschwörung. Wenn Sie Geld verdienen würden, Sie würden nicht einen Kommentar schreiben, jetzt ich habe Geld verdient. Da schreiben nur Leute, die Geld verloren haben. Also, da sind das so viele, dann habt ihr richtig gut Kohle gemacht, Blät. Richtig. Ja, eigentlich schon. Sie sind der 77.490. Guck von mal. Dieser Plattform. Ist wir doch werden cool. Nicht über die anderen 26 sprechen. Ja, da gibt es schon das große Mafia, richtig? Große. Große was Mafia. Angeht, ich würde Ihnen alles Beste wünschen und ich muss jetzt weitergehen. Herr Thomas wird Ihnen den Anruf beenden. Alles Beste. Ja, gib mir den Thomas wieder. Kann ich den noch ein bisschen verarschen? Nein, wir müssen gehen. 8 Stunden und das ist alles. Müssen mal ein bisschen. Wir machen doch gerade Interview. Ja. Du kannst nicht. Die Leute haben Fragen. Interview ist super. Ich muss jetzt wirklich gehen. Schönen Tag. Komm, ich gebe dir 5 Euro für Interview. Da kannst du dir mal was zu essen kaufen. 250 und dann wird es funktionieren. Aber nicht mit einer amerikanischen Karte. Kann ich mit einem Blockchain eigentlich auch Absperrung für Parkplatz machen? Idioten.